Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, an den Fernsehschirmen und hier im Studio zu einer neuen Ausgabe von Trotha trifft. Sie kennen das. Sie begegnen Menschen und sie begegnen Gesichtern, Köpfen und manche bleiben bei Ihnen im Gedächtnis. Und das ist, wiederholt sich vielleicht auf der Bühne, wiederholt sich vielleicht im Film, wiederholt sich im Fernsehen. Und einer dieser Köpfe, dieser Gesichter habe ich nicht vergessen, kann es nicht vergessen und habe ihn deshalb eingeladen. Und das ist Michael Mendl. Wir verraten unhöflicherweise, aber bei Männern darf man das, das Alter, 73 Jahre, wir sind gleicher Jahrgang. Er ist Schauspieler, jeder wird Sie kennen und wird Sie, das ist ja auch das Phänomen, wenn jemand so bekannt ist wie Sie, dann wird man natürlich alle Nasen irgendwo angesprochen. Oder man, die Leute stoßen sich mit den Ellenbogen an. Nervt Sie das, wenn Sie immer so erkannt werden? Ja, also erstens mal entgehen einem auch die geheimsten Blicke natürlich irgendwann mal nicht mehr. Ja. Weil man kriegt es einfach mit, selbst im Rücken. aber ich darf Ihnen vielleicht eine schöne Geschichte erzählen. Zu genau diesem Thema. Als ich noch in München lebte, brachte ich meine Gartenabfälle weg zur Müllhalde und hatte einen Blaumann an. Weil ich kein Gärtner bin und einen Grünmann habe, ich hatte immer einen Blaumann. Ja? Und der Blaumann, der hatte aber so weiße Dispersionsflecken. Aha, ja? Von irgendwelchen Streichereien. Ja. Gut, also mit diesem Arbeitsgewand ging ich nun und brachte meine Gartenabfälle weg und da stand ein älteres Ehepaar, die sahen mich und sie machte so. Und sprach mich da an und sagte, wir kennen Sie. Und dann habe ich oft einen stereotypen Satz drauf und sage, ja, ja, ich weiß schon, aus Ihrem Wohnzimmer oder Schlafzimmer, ich weiß ja nicht, wo Sie Ihren Fernseher stehen haben. Sie hörte nur das Wort Wohnzimmer und sagte zu ihrem Mann, ach so, das ist ja der, der unser Wohnzimmer geweißelt hat. Dann habe ich das dann stehen lassen und musste nichts weiter erklären und auch kein Autogramm hinterlassen. Nun sind Sie ja über Jahrzehnte gewohnt, dass Sie erkannt werden, dass man so anstößt. Sind Sie das deshalb trainiert, weil Sie aus einer Familie kommen, wo vielleicht waren die Eltern vielleicht auch schon im Film und Fernsehen irgendwie verwandt? Oder? Nein, überhaupt nicht. Sie sind also ganz neu in diese Branche rein und mussten sich erstmal das antrainieren, so überall erkannt zu werden. Und ja, wobei das, ich glaube, das Ganze ist auch natürlich auch ein bisschen eine Frage der Einstellung. Ich habe die Einstellung, wenn man für die Öffentlichkeit arbeitet, muss man sich auch in der Öffentlichkeit zeigen oder kommunikativ sein, so dass ich da also nicht die Spur eines Unmutes in mir empfinde, wenn mich jemand anspricht. Ja. Das ist ja, wenn man so will, kann man ja auch sagen, es ist nochmal ein Applaus, der im Moment gar nicht erwartet und gefragt ist. Und je nachdem, wenn die Leute höflich und anständig sind, dann macht das ja sogar Freude und dann kann man auch mit denen reden und dann weiß man, man gibt denen auch was rüber und die sagen, ach, das finde ich auch toll, dass ich sie mal live erlebe, ja, so lebendig und vor mir und heute geht man natürlich so weit und sagt, dürfen wir ein Foto machen? Ja, so am Anfang mit den Fotos dachte ich auch, mein Gott, das kann man natürlich an jeder Regenbogenpresse sofort verkaufen. Ach so. Und dann war ich so ein bisschen skeptisch und dann habe ich erst mal gefragt, ja, was machen Sie denn mit diesen Bildern? Hängen Sie sich dann das hinter den Spiegel in der Küche oder was machen Sie denn mit diesen vielen Fotos? Und da kriegt man eigentlich nie eine richtige Antwort. Da sage ich, na gut, also dann haben Sie viel Spaß, tun Sie es ins Familienalbum und dann haben Sie halt den Mendl auch mal auf der Straße getroffen. Okay. Nun sagten Sie, Sie sind aus München hergezogen. Ja. Begann Ihre Schauspielkarriere oder das Spielen, da muss ich auch gleich mal fragen, Theater, Fernsehen, Film, begann das in München, Ausbildung oder was auch immer? Oder, wir haben es kurz ja gehört, Ihr Name sagt ja Mendl, also da fehlt das E hinten.
Sie sagten, das ist ein Wiener Name. Mein Vater ist Wiener. Ja. Sie sind aber nicht in Wien aufgewachsen. Nein. Sie sind wo? Ich bin, wenn man so will, ich bin eine Kölsche. Ne? Ach echt? Ja, das also hätte ich jetzt gar nicht gehört. Ich bin ein Camello, der Zuchtgott. Ja, ja, gut. Ja. Aha. Aber da sind Sie noch nicht in der Schauspiel. Nein, trotzdem war ich im Rheinland. Ich habe also meine vierjährige Schauspielausbildung gemacht an der Volkwangsschule in Essen. Aha, mhm. Das ist so berühmt. Aber mitten im Pott, ja, sehr gut, sehr, sehr konstruktiv und ja, tolle Zeit. Und da haben Sie auch die ersten Engagements? Nein. Wenn man an einer Hochschule ist, darf man in dieser Zeit keine Jobs annehmen. Ja. Und sogar unter anderem, ich hatte so ein kleines Stipendium vom WDR. Und das wäre mir sofort ersatzlos gestrichen worden. Ach. Ich wurde mal gefragt, ob ich in Recklinghausen, und da war ich noch in der Ausbildung, ob ich da bei den Ruhrfestspielen eine Rolle übernehme. Ja, ja. Und da hat er mir sofort gedroht, du fliegst von der Schule und außerdem, und selbst wenn das nicht wäre, dann wird dir sofort das Stipendium gestrichen. Also da darf man gar nicht arbeiten. Nein. Nach 4 Jahren, dann hat man dann eben vor einer paritätischen Kommission hat man die Prüfung gemacht und dann hat man den sogenannten Titel Schauspieler, Schauspieler und staatlich geprüft. Und und dann ging es dann los und habe ich, eine Frage, die von Ihnen kommen wird, gleich damit zu beantworten, habe ich 25 Jahre lang Theater gespielt und keinen einzigen Film gemacht, aber alles andere werde ich Ihnen dann beantworten. Gut, und Theater war dann in dem Köln-Düsseldorfer... Nein, mein erstes Engagement war Westfälische Kammerspiele Paderborn. Und von dort aus ging es dann in... Da ging es dann die Himmelsleiter des Erfolges, so alle 2 Jahre wurde dann Sixt oder Rent oder keine Schleichwerbung, irgendjemand wurde bemüht und man packte alles an Hab und Gut ein und zog weiter. Ja. Also durch ganz Deutschland. Es gibt Bereich, den Sie... Und wann sind Sie von München nach Berlin? 2009. Und jetzt domizilieren, wir haben das ja gerade eben gehört, hier in einer der schönsten Ecken Berlins. Ich verrate es nicht, sonst wird Ihre Wohnung gestürmt. Und diese München, ich bin ja auch aus München hierher, nach der Wende hierher gekommen, musste mich mit den Berlinern ein bisschen mühsam akkordieren, weil ich mit dieser Motz-Kultur nicht so ganz zurechtkomme. Mhm. Hat Ihnen das Schwierigkeiten gemacht? Nein, überhaupt gar nicht. Nein, überhaupt nicht, weil ich finde, da ist eine Affinität zwischen den Rheinländern und den Berlinern. Das heißt, die sind auch straight, geradeaus, manchmal auch ein bisschen Holzhammer-Methode. Was mir als Widder dazu auch nochmal liegt, also ich neige auch manchmal wirklich die Dinge klatschig gerade auszumachen und zu sagen, was einem nicht nur Freunde einbringt, obwohl man ja dauernd meint, man sei damit beliebt, weil man ja damit grundehrlich ist und nicht gemein und nicht hintenrum, sondern straight. Gibt es einige Mitbürger, die mögen das nicht, die wollen es lieber so ein bisschen anders. Und aber das gefällt mir an der sogenannten Berliner Schnauze. Allein, dass man schon mal sagt, Berliner Schnauze, ohne dass es eine Beleidigung ist. Wenn man sagt, halt doch mal die Schnauze, dann beleidige ich ja jemanden, weil ich nämlich sage, du bist irgendwie ein blödes Tier. Ja. Weil wir haben ja keine Schnauze, sondern Tiere haben Schnauze. Ja. Wenn man sagt, Berliner Schnauze, dann heißt das eben diese, wie Sie das eben sagen, so ein bisschen kodrig oder ein bisschen dreckig und so, aber herzhaft und echt gemeint. Ja. Und damit komme ich sehr gut klar. Ich musste mich hier dran gewöhnen, dass das größte Lob des Berliner heißt, da kann man ja nicht meckern. Das ist umgedreht. Was hat Sie bewogen, nach Berlin zu gehen? Nach 23 Jahren in München war für mich, sagen wir mal, das ist ja fast die Zeit einer Generation. Ja? Also meine Kinder, meine 3, die ich habe, die immer noch in München leben, die waren da schon einigermaßen gesettelt. Das heißt, der Jüngste war 8, aber ist egal, wie auch immer. Ich mache es kurz. Die Verbindung zu meiner damaligen Lebensgefährtin ist zerbrochen und dann wollte ich nicht in München bleiben und sozusagen aus der nächsten oder übernächsten Nachbarschaft zu gucken, wie meine Familie ohne mich da weiterlebt.
ich habe ja innerlich den Hut gezogen und habe gesagt, okay, ich verstehe zu meiner Partnerin, dass du gewisse Dinge jetzt mal in deinem Leben alleine machen willst, die du vorher durch mich immer mitbestimmt. Ja, alles nicht unbedingt immer freiwillig, sondern auch nicht gezwungen. Aber natürlich immer in Verabredung mit dem Partner. Und wenn man das irgendwo mal nicht will, es gibt auch ein bisschen ein Schimpfwort, wenn man sagt, die Frauen, die wollen sich dann plötzlich selbst verwirklichen. Das ist nicht meine Meinung, weil die haben sich vorher auch selbst verwirklicht. Nur eingeschränkter. So, egal, müssen wir nicht drüber philosophieren. Ich bin gegangen und habe gesagt, nee, also wenn wir jetzt nicht mehr weiter zusammenleben, dann möchte ich auch in eine andere Stadt. Und dann war für mich eigentlich nur Hamburg oder Berlin ein Ziel. Und dann kann ich das schnell beantworten, Hamburg war mir zu teuer. Ja, und Berlin noch nicht. Und in Berlin war es so, dass ich... Das war irgendwie ganz irre. Ich habe ja in meinem Filmleben sehr viel in Berlin gedreht und habe immer gesagt, es ist eine irre Stadt, aber da möchte ich nie leben. Arbeiten ja. So, und dann stand ich vor der Wahl, Hamburg oder Berlin. Da habe ich gesagt, nee, vielleicht stimmt das, was du die ganze Zeit gesagt hast, vielleicht stimmt das gar nicht. Und guck dir das doch mal richtig an. Und dann bin ich nach Berlin gefahren und habe gesagt, nee, das ist doch irgendwie so eine... wirklich tolle europäische Metropole. Hamburg ist das Tor zur Welt und hat Freiheit und du hast immer einen klaren Kopf durch das kalte Wetter. Ja, sagt, oh, kaltes Wetter kannst du in Berlin auch haben. Aber nicht ganz dieser Aufbruch, der hat mich auch nach Berlin gesagt. Nee, also unmittelbar nach Berlin. Ich gehe nach Berlin. Nun sagten Sie, Sie haben so lange Theater gespielt, das Film bewusst draußen vorgelassen. Liegt Ihnen das Theaterspiel viel mehr als das Film- und Fernsehspielen? Nein, das kann man oder kann ich mit Fug und Recht sagen, nein, es liegt mir nicht mehr. Es war nur so, ich war durch die Engagements, da ich nicht Gast war, sondern fest in den Verträgen, war ich natürlich an das Theater dermaßen gebunden, dass ich gar nicht die Zeit dazu hatte, Filme zu machen. Weil das Theater hat immer Priorität. Also wenn ich einen Film machen will, dann muss man einen Fernseh- oder Filmurlaub einreichen. Und der kann aber sofort gestoppt werden, weil das Theater Priorität hat. Wenn irgendwie bis 14 Uhr hat man eigentlich sowieso Domizilpflicht. Also man ist Gefangener des Theaters. denn es kann ja am Vormittag sich jemand krank melden und dann abends die Vorstellung nicht stattfinden, es sei denn mit einem, der eben zu Hause wartet und sagt, ab 14 Uhr darf ich nun wirklich raus oder wegfahren, weil da meine Domizilpflicht vorbei ist. Also bis dahin muss das Theater immer wissen. Also wie auch immer, das Theater hat Priorität und das haben ganz viele Filmproduktionen natürlich nicht sehr gerne. Weil wenn dann durch das Zurückrufen des Theaters plötzlich ein Drehtag ausfällt und ein Drehtag kostet 100.000 D-Mark, heutzutage 100.000 Euro. Und das hat keiner gern. Und deswegen arbeitet man ungern mit Leuten, die fest im Vertrag sind. So, und ich war nun dauernd fest im Vertrag und meine Agentur hat gesagt, Michael, in dem Moment, wo du dich, wo du selbstständig wirst, dein Konterfei, also dein Bild, liegt bei so und so vielen Produzenten auf dem Schreibtisch und die warten eigentlich nur darauf, dass du frei bist. Und ich kann dir versprechen, wenn du das machst, dann wird es für dich losgehen. Und so war's. Ja, gut. Ich habe mich dann eben vom Theater erstmal verabschiedet und es ging dann auch wirklich ungebremst gleich los für mich. Ich habe irrsinnig Glück gehabt und ich konnte ja auch die Menschen, die Produzenten als auch die Zuschauer dann konnte ich überzeugen und dann habe ich eine Liste von über 200 Titeln auf meiner Vita stehen. Also ich habe Rabotti. Okay, Gibt es da ein Genre, dem Sie sich besonders gewidmet haben oder was Sie dorthin ziehen würden? Wie auch beim Theater, gab es da auch irgendein Genre, wo Sie sagten, ja, wenn das kommt, das ziehe ich vor anderen Angeboten oder sowas?
Mit Genre habe ich jetzt eigentlich verstanden, ob Sie meinen, ob ich eher dramatisch bin oder Komödien genau, oder was so spiele. Ja. Ich habe immer dafür gesorgt, dass ich nach irgendeiner Möglichkeit nicht in einer Schublade lande. Ich habe mich auch dagegen gewehrt und habe gesagt, nee, mache ich einfach nicht oder will ich nicht. Dadurch war die Möglichkeit meiner Bandbreite oder wie man heute sagt, irgendwie Ranch oder sowas, ja, war so groß, dass sie sowohl von da bis dahin reichte. Und das Gleiche habe ich dann beim Fernsehen auch getan. Mhm. Mein erster Film, der so richtig einschlug, war ein Sexualtriebtäter. Und daraufhin wollten mich sämtliche Redaktionen immer nur als Kriminellen oder als möglichst auch als Sexualtriebtäter sehen. Mhm. Weil die haben gesagt, Schublade auf, da liegt da drin der Mendel, der Sexualtriebtäter, der ist ein Gütezeichen, also machen wir es doch mit ihm weiter. Haben gesagt, nee, ja, nix da, meine ich. Einmal gezeigt, reicht doch, dann wisst ihr doch, dass ich es kann. Jetzt will ich eine Komödie haben oder jetzt will ich das, oder sonst mache ich es einfach nicht. Mhm. Ging das alles immer dann auch, gerade im Film- und Fernsehbereich, über Agenturen oder geht das direkt an Sie? Ja. Also geht immer über, das geht über Agenturen? Also das wäre sonst, glaube ich, vor allem wenn man dann im Job drin ist, das wäre zu nervenaufreibend, wenn man da noch selber immer den Kochtopf rühren muss. Ja. Nee, das macht dann die Agentur. Aha. Ja. Und mit der sind Sie über lange Jahre und Jahrzehnte zufrieden und sowas. Gibt es denn einen Wunsch, wo Sie sagen würden, ja Mensch, also das ist in dem ganzen Spektrum von da nach da, wie Sie es eben aufgezeigt haben, noch nicht vorgekommen. Das würde ich jetzt noch gerne, bevor ich, sagen wir mal, ins Greisenalter, das ist Ihnen nicht anzusehen, aber was dazu kommt, will ich doch noch das gespielt haben oder das. Naja, natürlich sind jetzt durch das Alter sind sagen wir mal ein paar Sachen an mir vorbeigegangen. Aber also am Theater eigentlich ist so gut wie gar nichts vorbeigegangen. Da habe ich wirklich, glaube ich, so viele verschiedene Facetten, weil auch dort habe ich über 220 Rollen gespielt. Ja. In 25 Jahren, da können Sie sich vorstellen, das ist ein Schnitt von 8 Premieren im Jahr. Also kann man ja sagen, holla die Waldfee, ne? Straight. Ne? Und nein, auch selbst beim Film habe ich, ich sage ja manchmal, ich habe über den Sexualtriebtäter oder vom Sexualtriebtäter über den Höhepunkt Willy Brandt bis zum Papst, habe ich eigentlich alles gespielt. Also durfte dann, obwohl ich auch dann schon älteren Datums war, auch, und obwohl ich kein Blonder bin und eher, sagen wir mal, doch ein dunkler Charakter, aber auch strahlende Liebhaber spielen. Also mir ging es einfach wunderbar. Und wenn ich was zu meckern hätte, dann so auf der positiven Seite, dass es nur wirklich auf keiner Briefmarke Platz hat. Also bleibt neben, man erlebt es ja immer, dass wenn jemand so wie Sie auch, und wir haben ja über ein Jahr auch mal verhandelt mit dem Termin, bleibt Zeit bei all den Engagements für Privatleben. Wir sind uns ja in einer Galerie oder vielmehr bei einer Vernissage begegnet. Ja. Und da habe ich Sie einfach gegriffen. Ja. Etwas unhöflich oder unverschämt und sowas. Aber die Gunst am Schopf ergriffen. Bleibt für Sie genügend Zeit und gibt es für Sie Hobbys, wo Sie sagen, Sie sagten ja, Sie haben einen Blaumann, also das heißt, Sie werkeln auch und Sie streichen auch und so. Ja, das Streichen so ein bisschen aus der Not heraus, aber also ich habe vor allem in der ganzen Theaterzeit, und das habe ich dann meistens nachts gemacht, in einer sogenannten Nachtschicht, hatte immer eine Werkstatt und ich habe alte Möbel restauriert. Alle meine Möbel, das sind alles so Möbel aus Jugendstil, die habe ich alle picobello, da bin ich leider ein fanatischer Perfektionist, danke schön. Ja, und ruhe nicht in mir selber, weil ich jeden Fehler, den ich nicht ausgeputzt habe, dann ein Leben lang immer betrachten muss. Und das will ich dann nicht, wenn es irgendwie geht. Obwohl es immer irgendwo, es gibt immer einen eingebauten Fehler, der bleibt auch. Und manchmal denke ich, ist aber ganz gut, dass da doch ein ganz kleiner Fehler ist. Weil nur perfekt ist ja auch langweilig. Ne? Also jetzt fragen Sie mal. So, also da habe ich sehr viel in dieser Richtung gearbeitet. Das hat mich auch immer wieder
sagen wir mal, die Batterie aufgeladen, mhm. Ja, mhm. Weil Holz ist für mich, auch wenn es zum Möbel oder was verbaut worden ist, ein sehr lebendiges Werkstück oder Werkmaterial. Und das kann man fast ein bisschen philosophisch nehmen. Also ich hielt mit diesem Material Zwiesprache. Nicht, dass ich meine, ich bin jetzt verrückt geworden und hab da irgendwelche Monologe gehalten. Nein, aber ich hatte eine Beziehung dazu. Ja. Und das gefiel mir und das habe ich jahrelang gemacht. Mhm. Jetzt hier in Berlin habe ich leider keine Werkstatt mehr, weil ich keinen Platz habe oder keinen Keller, wo was reinpassen würde. Aber dafür habe ich ein Boot, an dem ich rumbastle und jetzt habe ich mir noch ein Gartenhaus gekauft und das ist für mich eine ewige Baustelle. Ich glaube, da brauche ich 2 Jahre, bis ich alles fertig habe. Also manchmal übernehme ich mich auch, das tut meiner Seele wahrscheinlich gut. Ja, es sieht nicht danach aus, dass Sie irgendwie sich je hätten übernehmen müssen. Gibt es eigentlich in Ihrer langen künstlerischen Laufbahn auch etwas, wo Sie sich ganz unangenehm, ganz eigentlich nicht dran erinnern möchten? Also ob es im Theater oder Film oder was auch immer was war. Oder Kollegen, wo Sie sagten, nee, den, also das war ja eine Katastrophe, nie wieder. Und jetzt will ich da nur nicht zu irgendeiner Personenschelte greifen. Nee, aber ich hab zum Beispiel etwas gemacht, was mir, glaube ich, sehr geschadet hat und worüber ich mich dann wahrscheinlich auch ein bisschen über mich selber geärgert habe. Jedenfalls denke ich da sehr oft dran. Ich habe mit einem, damals war er Regisseur, heute ist er, oder seit vielen Jahren ist er ein erfolgreicher Produzent in Deutschland. Und ich habe 5 Filme mit ihm gemacht, war eigentlich immer so, ja, sein Hauptdarsteller. Und das habe ich mir einmal durch Kritik an ihm versaubertelt. Und da war ich wahrscheinlich dann doch zu nassforsch. Ja. Oder wie auch immer. Ich meinte zwar nicht damals, aber Jahrzehnte später denke ich, das war doch dann einfach falsch, weil die Zusammenarbeit hat seitdem einfach nicht mehr geklappt. Und daran erinnere ich mich ungern. Das heißt, ich erinnere mich gerne insofern daran, dass ich sage, so ein Fehler darf dir nicht nochmal passieren. Aha, ja. Obwohl man ja eigentlich meinen müsste, wenn man so einen vertrauten Menschen hat, dass er auch Kritik vertragen kann. Also groß sind, o Herr, deine Wege. Ja. Weiß man manchmal nicht. Gut. Ja. Und jetzt ganz umgedreht. Gab es eine Szene oder etwas, wo Sie sagen, das ist meine liebste Erinnerung ans Theater oder an Film? Oder? Tja, würde ich jetzt in der glücklichen Lage gewesen sein, jemals in meinem Leben Tagebuch geschrieben zu haben, dann würde es mir vielleicht sofort einfallen. Nee, da muss man dann immer so ein bisschen graben, weil ich ungern in der Vergangenheit lebe. Ja. Ich schleppe sie auch, wenn es irgendwie geht, nicht mit mir weiter. Beeinflusse mich dadurch möglichst nicht selber, obwohl glückliche Momente oder freudige Momente gibt es sicher genug in meinem Leben, denn ich kann wirklich nur sagen, ich habe sehr viel Glück gehabt und dadurch war ich auch glücklich und ich ging auf in dem Beruf, wie man so sagt, und habe es nie als eine Arbeit empfunden, sondern immer als eine Genugtuung. Insofern möchte ich einfach sagen, Pass pro Toto war über mein ganzes künstlerisches Leben eine glückliche Zeit. Ich wüsste jetzt so schnell auf Knopfdruck nicht, wo ich sage, ach, das war besonders. Ja. Wenn ich nachher vielleicht im Moloch-Verkehr stecke und nach Hause fahre, denke ich, ach, warum ist mir das bei den Trotta nicht eingefallen? Meine Güte. Ja. So. Was würden Sie einem jungen Menschen, wir sind hier von jungen Leuten umgeben, die möglicherweise ins Medium, vielleicht Theater, Fernsehen gehen wollen. Was würden Sie einem solchen Menschen nach Ihrem langen künstlerischen Leben raten? In Beantwortung der Frage, ob man so einen Beruf ergreift oder nicht. Ja, und wie man ihn vielleicht damit umgehen sollte. Ich habe unter anderem, habe ich auch 7 Jahre unterrichtet an der Hochschule in Stuttgart und an der Falkenberg-Schule, an der berühmten München. In München. Ja. Und habe also 7 Jahre junge Leute versucht, auf den Weg der Darstellungskunst zu führen. Und ich glaube, der beste Ratschlag ist,
neben der Disziplin, die man braucht für den Job, weil der Job ist härter, als jeder Mensch es glaubt. Ich sage das in allem Ernst und vor allem allen Leuten, vielleicht auch draußen bei den Zuschauern, die meinen, Schauspieler stehen immer nur auf dem roten Teppich und trinken Champagner. Das ist überhaupt nicht so. Es geht einer großen Zahl von Kollegen geht es ganz schlecht. Und warum gibt es so viele, ja, einerseits Selbstmorde, andererseits eben halt auch Versinken in der gesellschaftlichen Tiefe durch Alkohol oder sonst etwas. Also man muss glaube ich, wirklich mit der Disziplin, die man für den Beruf aufbringt, die gleiche Disziplin für sich selber haben. Das heißt, man muss sich ständig unter Kontrolle haben, weil der Beruf ein Schizophrener sein kann. Mhm. In dem Moment, wo ich sage, ich schlüpfe in eine andere Rolle, sagt man so im Volksmund. Also ich schlüpfe da nicht rein, aber ist egal. Ja, ja. Jeder hat so seine andere Ansicht, wie man eine Rolle gestaltet. Aber solange man versucht, ein anderer zu sein, muss man sich selber erstmal so gut kennen, damit man da nicht leidet. Immer den Abstand haben zu einer Figur, obwohl man ja die Nähe sucht, Tiefe einer Figur. Ja. Und das kann schizophren sein. Und wenn man da nicht auf sich aufpasst, dann kann es leicht zu Komplikationen kommen. Und das ist der Ratschlag, den ich jedem sage, das muss man wissen. Ja. Und ich glaube noch etwas, wenn der Job vorbei ist, wenn der Vorhang gefallen ist beim Theater oder wenn die Dreharbeiten vorbei sind, am besten goldene Schere im Kopf und abgeschnitten. Ja. Und nicht mitschleppen, ja, weil das gehört nämlich auch mit dazu, wenn man dann plötzlich so eine Schleppe hat hinter sich, erschwert das auch das Gehen. Ja. Also, absolut. Also, das heißt, Sie konnten immer wieder gut schlafen, nach all den Dingen und sowas. Ja. Obwohl ich sagen muss, es hat mich, als ich Willy Brandt spielte und vor allem als ich ihn ja vorbereitete, und hatte ich ja dann doch über 2 Monate Zeit, das hat mich dann selbst in Träumen immer noch beschäftigt. Ja, und auch nachdem es vorbei war, blieb da so ein bisschen was hängen. Trotz der goldenen Schere im Kopf, die ich auch hatte. Aber das Unterbewusste hat sich dann doch noch immer ein bisschen damit beschäftigt. Aha. Aber vielleicht deswegen, weil es für mich auch so ein, sagen wir mal, so ein beruflicher Höhepunkt war. Ich meine, wir sind in der letzten Minute, schon weniger als die letzte Minute. Ja. Quatsch, so viel. Ja, nein. Ich habe mich sehr gefreut. Also vielleicht, wenn Sie nochmal, wie beide 10 Jahre älter werden, wer weiß, ob wir das schaffen, und ich hier noch hier sitzen kann, dann würde ich Sie vielleicht nochmal einladen, um dann diese Bilanz noch in der Retrospektive. Fortsetzung folgt. Ja, Fortsetzung folgt. Also ich habe mich sehr gefreut. Solange keine Never-Ending-Story. Nein. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns jetzt 30 Minuten geschenkt haben. Vielen, vielen Dank und für Ihren weiteren Werdegang, kann man ja gar nicht sagen, der Werdegang geht ja also bis zum letzten Atemzug wahrscheinlich. Das ist das Schöne an dem Beruf, dass man das kann, wenn man darf und die Disziplin hat, das dann immer noch auszuüben. Ja. Vielen Dank, dass Sie da waren und meine Damen und Herren an den Fernsehschirmen, bitte bleiben Sie dieser Sendung treu und auf Wiedersehen. Danke, Herr Toter.